Wir alle kennen das Problem. Wir schalten das Ding ein und plötzlich stellen wir fest, es könnte gerne ein bisschen größer sein. That's what she said. Darf ich vorstellen? 12 Meter Bilddiagonale. Dieser Beamer wird mit 4K Pro UHD beworben. Was im ersten Moment ja ziemlich nice klingt. So wie, hey, noch besser als 4K, you know? Dem ist aber leider nicht ganz so. Dazu aber gleich mehr. Epson hat mir angeboten, einen der drei aktuellen Heimkino-Beamer zu testen. Zur Auswahl standen der EHTW 6150, der 6250 und der 7000er. Was ich jetzt hier habe, ist der mittlere, der 6250. Und zwar aus dem Grund, weil er erstens mal mit integriertem Android TV kommt, im Gegensatz zum 6150, der das nicht hat. Und weil er im Gegensatz zum 7000er eine ganze Ecke günstiger ist. Ich glaube, es ist eine ganz gute Idee, wenn ich euch einfach mal zeige, was in der Verpackung mit diesem Ding so alles mitkommt. Der Beamer kommt also mit einem Stromkabel, außerdem mit zwei Fernbedienungen. Zwei? Yeah. Ein paar sehr einfach gehaltenen Anleitungen und irgendwelchen sonstigen Papierchen. Außerdem kommt noch ein Satz Batterien für die Fernbedienung. Das war's. Kurz und schmerzlos. Der Beamer wirbt also, wie gesagt, mit einer Auflösung 4K Pro UHD. Mit einer maximalen Helligkeit von 2800 Lumen, mit einfacher Ein- und Ausrichtung, einer brutalen Bilddiagonale von über 12 Metern, also 500 Zoll. Außerdem noch mit Android TV, einem HDMI 1.4 Anschluss und einer Lampenlebensdauer von bis zu 7500 Stunden, die man natürlich nur erreicht, wenn man jeden Tag einen Film von 105 Minuten Länge mit Eco-Modus anschaut. Yada yada, ihr wisst schon. Beeindruckend. Mein anderer Beamer, der hält laut Angabe nur 3500 Stunden. Das ist wesentlich weniger. Natürlich habe ich den Epson jetzt noch nicht so lange laufen gehabt, als dass ich das irgendwie beweisen, nachweisen oder dementieren könnte irgendwie. Ich weiß auch nicht, ob sich die Lichtqualität der Lichtquelle über die Laufzeit stark verschlechtert. Weiß ich alles nicht, kann ich nicht sagen. Allerdings kann ich sagen, dass eine Ersatzbirne beim großen A 100 Euro kostet in etwa und beim Hersteller dafür exakt 88,86 Euro. Und wenn ihr so eine Birne braucht, ich packe euch da mal den Link zum Hersteller in die Videobeschreibung. Das Kontrastverhältnis von 35.000 zu 1 und die Helligkeit von 2.700 Lumen sind beachtliche Werte. Interessant finde ich, dass der Epson Beamer mit seinen 2.700 Lumen mir heller erscheint als mein BenQ Beamer, der 3200 Lumen hat. Ist, glaube ich, gut, oder? Also, wahrscheinlich liegt's an der 3-LCD-Technik, weil damit werben sie auch. Durch die 3-LCD-Technik wird das Bild heller und kräftiger und besser und überhaupt. Genau. Allgemein mal über Helligkeit und Lautstärke. Große Helligkeit geht ja immer mit einer hohen Lautstärke des Lüfters einher. Dazu kann ich aber beruhigende Worte sprechen. Der Lüfter ist äußerst angenehm, zumindest wenn man die Lampenhelligkeit auf mittlere oder die niedrigste, also die Eco-Stufe, eingestellt hat. Das Gute ist nämlich, der Unterschied zwischen den Helligkeitsstufen ist jetzt nicht wirklich so enorm. So kann der Beamer durchaus dauerhaft mit mittlerer oder sogar geringer Helligkeit laufen. Das Schöne ist, dass der Beamer den Energiesparmodus mit niedriger Lüfterdrehzahl belohnt. So wird das Gerät selbst, wenn es direkt über dem Kopf hängt, fast unhörbar, zumindest solange ein Film läuft. Ich spreche jetzt aus ca. 40 cm in das Mikrofon. Der Beamer ist in etwa 50 cm entfernt und läuft. Lautstärke ist also schon mal top. Der integrierte Lautsprecher. Da müssten wir, glaube ich, nicht drüber reden. Das ist ein integrierter kleiner Lautsprecher. Das ist ein Heimkino-Beamer. Ihr versteht, was ich meine, ne? Heimkino, Boxen, Subwoofer, Surround und so weiter. Und da ist halt nur ein kleiner Lautsprecher drin. Es kommt ein Ton raus. Ja, man versteht den Ton. Auch ja. Aber da ist halt schon vorbei. Ist bei jedem Beamer das Gleiche. Kein Beamer hat irgendwie einen geilen Sound. Kann mir keiner erzählen, dass der Sound, der aus einem Beamer rauskommt, geil ist. Bullshit. So, bei der Helligkeit wurde, wie schon erwähnt, auch nicht zu viel versprochen. Man kann selbst bei Tageslicht den Beamer notfalls benutzen und zwar besser als alle anderen, die ich habe. Man ist auf jeden Fall nicht gezwungen, den Raum irgendwie komplett abzudunkeln. Das muss nicht sein. Cool. Bei der Helligkeit sammelt Epson also auch Punkte. Kommen wir mal zu den USPs, den Unique Selling Points des EHTW 6250. Da steht unter anderem geschrieben 4K Pro UHD. Habe ich ja schon ein paar Mal erwähnt. Mann,
das hört sich wirklich gut an. Das dachte ich zumindest beim Auspacken und habe mich dann schon beim Auspacken auf das Einschalten gefreut. Normal. Allerdings kamen dann erste Zweifel, nachdem das Bild einfach nicht so gestochen scharf werden wollte wie, vergleichsweise mit meinem anderen Beamer, welcher ein natives 4K-Bild liefert. So, also habe ich mir das mal durchgelesen und durfte feststellen, dass es sich bei 4K Pro UHD einfach um eine ziemlich irreführende Bezeichnung für Pixel Shifting oder Upscaling handelt. Ich sehe es ja ein, wenn man den Funktionen seines Gerätes verkaufsfördernde Namen gibt. Ne? Aber bitte, Epson, nennt das Ding nicht 4K irgendwas irgendwas, wenn da nur ein nicht 4K-Bild rauskommt. Ihr versteht mein Dilemma hier. Ne? 4K Pro UHD ist per Definition folgendes. 4K Enhancement Technologie verschiebt Bildpunkte diagonal für eine doppelte Full HD Auflösung. Also haben wir doppelte Full HD Auflösung, was nicht 4K entspricht, sondern per Definition 2K. Das ist nochmal 2K, 4K Skalierung und zwar aus und ein. Aus und ein. Man kann da definitiv 4K-Signale reinschicken. Das wird auch als 4K-Wiedergabegerät zum Beispiel vom Rechner erkannt. Das Bild wird aber tatsächlich in Full HD auf den LCDs dargestellt. Aber gut, irreführendes Marketing mal auf die Seite gestellt und mal neutral nur das Bild betrachtet. Am Ende des Tages ist das, was der Beamer an die Leinwand klatscht, schon ziemlich nice. Also, man hat nicht 4K. Klar. Okay? Es ist aber durch das Pixel-Shifting wahrscheinlich auch, doch ein sehr ordentliches Bild. Ich habe mir gestern einen Film angeschaut, zum Beispiel hier Ein Mann namens Otto mit Tom Hanks. Das amerikanische Remake von Ein Mann namens Ove ist auf jeden Fall ein sehr gut gemachter Film. Auch schön mit Filmgrain und so ganz kleinen Details. Das konnte man alles wunderbar erkennen. Auch der Filmgrain, der war nicht ausgewaschen und so. Einwandfrei. Also für Heimkinoanwendung absolut in Ordnung. Und dank der 3-LCD-Technik bekommen wir auch ziemlich ordentliche und kräftige Farben, ziemlich krasse Farben teilweise sogar. Und ja, durch die 3-LCD-Technik bekommen wir auch keinen Regenbogeneffekt mehr, wenn man bei scharfen Kontrastkanten von schwarz zu weiß zum Beispiel mit den Augen von links nach rechts schaut, so, dann entstehen da immer so Regenbogenkanten, die man nicht sieht, wenn man sich auf das Bild konzentriert. Es ist halt einfach so, nimmt es hin. Also das sieht einfach nur sehr schön natürlich aus. Die Schärfe, die Bewegungen, die Kontraste. Da muss ich sagen, ist der Beamer echt geil. Also da hat man ein sehr, sehr schönes Bild. Ist im Kino nicht wirklich viel anders. Schaut geil aus. Und wo der Beamer dank seiner 3-LCD-Technologie mit den krassen Farben besonders punkten kann, sind animierte Filme. Irgendwas von Pixar oder von Disney oder weiß der Geier. Da sind die krassen Farben noch krasser, also die leuchten richtig. Das ist wirklich ein sehr intensives Farberlebnis, wenn man das mal so beschreiben darf. Etwas gedrücktere Farben in Filmen können je nach Einstellung des Beamers schon ein bisschen zu stark gesättigt sein. Man kann hier natürlich die Farben reduzieren. Die Intensität reduzieren. Man kann sogar, das ist eigentlich fast wie ein professionelles Color Grading, in den Tiefen, Mitten und Höhen, also im dunklen, mittleren und im hellen Bereich des Bildes, die Farben einzeln anpassen. Jede Farbe, jede Intensität in jedem Bildbereich. Das ist ein ziemlich cooles Feature. Man muss viel spielen damit. Es ist aber cool, dass dieses Feature überhaupt da ist. Ich stehe auf so einen Scheiß. Als Heimkino-Beamer macht der EHTW 6250 absolut Spaß. Leiser Lüfter, knackige Farben und dank dem HDMI 1.4 Port auf der Rückseite kann ich den Ton auch aus dem integrierten Android TV per HDMI-Kabel zum Beispiel in meinen brandneuen Amp X von Nubert schicken. Und zwar durch HDMI Arc. Coole Sache. Dadurch spare ich mir einiges an Kabellage. Und obendrauf kann ich dann mit der Fernbedienung vom Beamer, mit der Epson-Fernbedienung, zum Beispiel die Lautstärke des Nubert-Verstärkers einstellen. HDMI Arc ist ein geiler Scheiß. Und das funktioniert einwandfrei. Steckst an, ein Kabel, passt. Weniger Kabel, weniger Fernbedienungen, mehr Komfort. Was will man da mehr? Zum neuen Amp X aus dem Hause Nubert kommt übrigens demnächst auch ein Video. Wenn ihr das nicht verpassen wollt, unbedingt abonnieren und Glocke drücken. Dann werdet ihr benachrichtigt, wenn ein neues Video droppt. Ach ja, Android TV. Feiere ich absolut. Läuft super, richtet sich quasi von selber ein, wenn man ein Smartphone hat
und bietet den absolut vollen Funktionsumfang. Du kannst dir Apps aus dem App Store runterladen. Netflix, Disney Plus, Amazon, der ganze Shit läuft alles. Überhaupt kein Thema. Alles da. Gut, aber was muss man jetzt tun, bevor man den Beamer so richtig nutzen kann? Korrekt, man muss ihn aufstellen und einrichten. Schönes Feature ist hier der 1,6-fache Zoom, der den Abstand zur Leinwand sehr flexibel macht. Wenn man den Beamer jetzt aus Gründen nicht mittig vor der Leinwand platzieren kann, benötigt man eine geometrische Anpassung des Bildes. Ist ja klar. Darf ich vorstellen? Trapezkorrektur. Lässt sich für vertikale sowie für horizontale Abweichung einstellen. So ist garantiert, dass man immer ein schön gerades Bild hat. Der Beamer kann natürlich auf einem Tisch stehen oder auch an der Decke hängend montiert werden. Dafür bietet er die Möglichkeit, das ganze Bild um 180 Grad zu drehen oder auch eine Rückwandprojektion kann durchgeführt werden. Da wird dann das Bild gespiegelt, weil dann von hinten gegen die Leinwand projiziert wird normalerweise. Kann jeder andere Beamer auch, wollte ich nur mal erwähnt haben. Zu guter Letzt wird beim EHTB 6250 auch mit Gaming-Funktionen geworben. Diese äußern sich, wenn ich das richtig verstanden habe, in einer niedrigen Latenz von 20 Millisekunden. Zocken macht auf dem Beamer auch richtig Spaß, besonders wenn viel Action ist, irgendein Ego-Shooter zum Beispiel. Wenn da viel Bewegung ist, du schaust viel hin und her und schnell und so, dann sind erstens mal die 20 Millisekunden schon mal ganz ordentlich. Und vor allem dank der 3-LCD-Technik hast du ja keinen Regenbogeneffekt mehr bei Bewegungen. Und das macht das Ganze schon sehr angenehm. Das ist bei meinem anderen Beamer, der sich auch Gaming Beamer schimpft und tatsächlich nur 17 oder 16 Millisekunden Latenz hat, ist das leider nicht so. Da habe ich beim Hin- und Herschauen und mit den Augenrollen sozusagen, habe ich diese Regenbogenkanten. Nicht so geil. Gibt's hier beim Epson nicht. Cool. Dank des ziemlich guten Kontrastes erkennt man auch in dunklen Bildbereichen ausreichend viele Details. Der kann auch HDR 10. Gut. Alles in allem ist es ein wirklich sehr guter Beamer mit guter Helligkeit, mit knackigen Farben, mit einem leisen Lüfter, mit funktionierendem Android TV. Für die aktuellen Preise und alles, was ihr zu dem Ding sonst noch wissen müsst, gibt es Links in der Videobeschreibung. Die ganzen Details findet ihr da auch und da könnt ihr auch nochmal den 6150, den 6250 und den 7000er vergleichen. Was da die Unterschiede sind, habe ich ja gesagt, aber vielleicht habt ihr es ja schon wieder vergessen. Whatever. Und dann sehen wir uns jetzt im nächsten Video. Bis dahin, bleibt laut und cremig und ciao.